Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut. Willkommen zu Tag 5 der Tutorial-Woche. Oh mein Gott, es ist schon das fünfte Tutorial nacheinander. Ich habe ja die Aktion gestartet, dass ich mal eine ganze Woche lang jeden Tag ein kleines Tutorial poste, wo ich nochmal ganz genau Sachen erkläre, die ihr nochmal von mir wissen wolltet. Es kam super, super oft der Vorschlag, mal ein paar Animal Prints zu machen und das machen wir heute mal. Ich zeichne jetzt hier einfach mal so ein paar Vierecklein vor, wo ich dann die Prints reinzeichnen werde. Ihr könnt diese Muster natürlich kleiner oder größer machen, je nachdem, wie ihr es braucht. Aber an sich zeige ich euch einfach nur, wie einfach es ist, so ein mega, mega cooles Muster hinzubekommen. Ihr könnt die Muster natürlich hinzeichnen, wo ihr möchtet, aber ein cooles Beispiel dafür ist so ein Trenchcoat. Es ist total trendy mit so einem coolen Animal Print Muster, also solche Trenchcoats. Oder was ich in letzter Zeit öfter gesehen habe, ist so ein Maxi-Skirt in so einem Cheetah Print. Also so Leo-Print, also das habe ich echt mega, mega oft gesehen in letzter Zeit. Als erstes grundiere ich meine Viereckchen natürlich. Das eine mache ich mit einer Copic-Farbe. Das ist nämlich so ein Braunton, den ich auch oft für die Hautfarbe verwende. Und das andere mache ich mit einem Touchmarker. Den habe ich übrigens von einer Abonnentin bekommen. Ich glaube, Charlotte hieß sie. Voll lieb. Ich benutze den Stift total oft und ja, danke dafür nochmal. Beim Tigermuster male ich mit einem schwarzen Copic-Marker einfach solche Spalten, also zwei gebogene Linien, die sich sozusagen treffen, und diese versuche ich so ein bisschen wellig zu machen und auch nicht ganz so gleichmäßig, manche ein bisschen kleiner, größer, welliger oder ein bisschen gerader hinzubekommen. Also teilweise mache ich da auch einfach nur so kleine Flecken rein. Looks like you're changing and all. Als nächstes könnt ihr einfach nur diese offenen Stellen ausmalen, und zwar mit einem etwas dunkleren Braunton, und schon sieht es total süß aus. Also natürlich kann man das detaillierter machen oder ein bisschen anders, aber das ist einfach so eine ganz vereinfachte Version. Aber ich finde, es sieht trotzdem super süß aus und man weiß, was ihr malen wolltet. Also ihr könnt damit auf jeden Fall ein paar eurer Klamotten so ein bisschen verschönern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die einzelnen Streifen auch nochmal so ein bisschen schattieren. Dadurch sieht es natürlich noch mal etwas echter aus. Und wenn ihr ganz fancy drauf seid, könnt ihr auch einzelne Härchen mit einem Fineliner drauf zeichnen. Damit wirkt das Ganze natürlich noch etwas detaillierter, aber ich finde es eigentlich nicht so nötig. Beim Leoprint nehmt ihr einfach wieder euren schwarzen Marker und zeichnet da solche Kringel und Pünktchen ein. Also manche Kringel treffen sich so komplett, manche sind nur zur Hälfte. Achtet so ein bisschen drauf, dass ihr an manchen Stellen beim Marker ein bisschen mehr drauf drückt und an anderen Stellen nur ganz leicht, damit ihr eben nur so eine ganz leichte Form habt, damit ihr eben nur so einen ganz dünnen Strich habt. Macht die Flecken so ein bisschen nach Gefühl. An mancher Stelle gehört dann immer noch ein Fleckchen hin, an der anderen Stelle eben nur ein Pünktchen. Ich mache das immer so total nach Gefühl und verteile das Ganze. Wenn ihr alle Flecken gemalt habt, könnt ihr auch wieder die Flecken ausmalen. Da entstehen ja immer so kleine Hohlräume sozusagen, und diese könnt ihr eben wieder ausmalen mit einem etwas dunkleren braunen Stift. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr eigentlich auch schon fertig. Wenn ihr Klamotten malt oder so, dann schattiert ihr ja auch noch ein bisschen und dadurch sieht es natürlich auch noch mal viel echter aus. Hier nochmal ein Muster, was ziemlich leicht zu machen ist. Es ist aber trotzdem ein schönes Muster, wie ich finde. Es passt jetzt nicht zu allen Klamotten, aber ich finde, man kann da auf jeden Fall trotzdem ein paar richtig coole Designs damit machen. Und zwar nehme ich so ein Kuhmuster. Oder wenn ihr die Flecken ein bisschen kleiner macht, dann ist es auch so ein Dalmatinermuster. Es ist auf jeden Fall einfach nur so eine weiße Fläche mit ganz vielen unterschiedlichen schwarzen Pünktchen drauf. Die sollten total unregelmäßig sein, also jetzt nicht so Polkadot-mäßig. Also jetzt nicht so perfekt rund und auch nicht perfekt angeordnet, sondern alle total verteilt, unregelmäßig, gar nicht rund oder so, sondern einfach nur solche Flecken eben. So ein Zebra Muster ist auch total klassisch und kann auf jeden Fall auch sehr cool aussehen auf einem Outfit. Ich könnte mir so eine Jacke oder
ich weiß auch nicht, so eine Hose mit diesem Muster total gut vorstellen. Ist zwar so ein bisschen verrückt und würde wahrscheinlich nicht jeder tragen, aber ich finde es cool, wenn Klamotten auch mal so ein bisschen verrückt aussehen können. Bei einem Zebramuster würde ich am Anfang in die Mitte so einen Strich machen und von dem Strich aus einfach, genauso wie bei dem Tigermuster, solche Öffnungen machen. Nur diesmal etwas größer und auch ein bisschen so zackiger, also würde ich das jetzt mal nennen. Also nicht so rundlich wie bei dem Tigermuster, sondern so ein bisschen eckiger. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber ich finde, das sieht einfach viel, viel besser aus bei einem Zebramuster. Ihr könnt vor allem auch mal ein paar Linien machen, die keine Öffnung haben. Auf jeden Fall eben alle so in eine Richtung. Und auch hier drückt ein bisschen mehr drauf, ein bisschen weniger. Ihr könnt den Stift ein bisschen schräg halten, dann kriegt ihr so eine ganz, ganz dicke Linie. Das ist bei diesem Muster auch sehr hilfreich. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you? So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das waren jetzt meine 4 Animal Print Muster. Ich finde die ziemlich cool. Ich kann aber auch mal ein Video machen, wo ich euch zeige, wie man so ein Fell malt, so ein Tierfell, wie jetzt zum Beispiel über so eine Kapuze oder sowas. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, drückt die Glocke, dann werdet ihr hoffentlich auch informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und ja, dann sehen wir uns morgen beim nächsten Tutorial um 17 Uhr. Schaltet ein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, ich hab euch lieb. Ciao!